Wir haben Upper und Lower schon getrennt. Ich habe mich, wie gesagt, jetzt für den CMC-Trigger nicht verstellbar mit zwei LBS entschieden. Two-Stage, Drop-In, Curved, also mit Kürfchen. Der Einbau gestaltet sich recht einfach, da das, wie man hier sehen kann, hoffentlich, keine Ahnung, ich halte das jetzt hier einfach mal so hin, ein Drop-In-Trigger ist. Da setzt ihr also die komplette Einheit in den Abzug rein. Ihr habt hier eure Standardabzugseinheit, ihr habt hier eure zwei Standardpins, die ihr rausnehmen müsst, und ihr habt die Sicherung, die ihr auch rausnehmen müsst. Ich glaube, rausfliegen tut er auch, ohne dass man die Sicherung rausnimmt, aber beim Reinmachen wieder wird es schwierig. Deswegen nehmen wir zuerst mal den Griff ab, weil in dem Griff ja noch die Sicherungsschraube für die Sicherung ist, die mit Sicherheit auch irgendeinen tollen Namen hat, der mir aber gerade nicht einfällt. Machen wir also einfach mal den Griff ab. Wird ja immer nur mit einer Schraube gehalten. Wenn ihr den also mal austauschen wollt, ist das generell kein Problem. Ihr habt bei den Selbstladern mit beidseitiger Sicherung manchmal das Problem, dass die Zubehörgriffe nicht passen von den amerikanischen, da die nur eine einseitige Sicherung haben und dann auf der einen Seite stören. Generell ist es so, jetzt sieht man die kleine Feder hier, die verabschiedet sich nämlich ganz gerne, wenn man das erste Mal seinen Griff wechselt. Dass eben, hier müsst ihr aufpassen, dass die Feder nicht von dannen zieht und ihr sie nicht wieder findet, weil, machen wir den Griff ab, Schraube raus, mehr ist es nicht. Diese Feder haut gerne ab, hält aber den Splint für die Sicherung. Und wenn man das einmal, hier sieht man, hier ist noch ein Splint drin. Und dieser Splint verabschiedet sich auch sehr gerne, rollt dann weg. Ihr findet ihn nie wieder, teilweise, weil ihr gar nicht wusstet, dass da einer drin ist. Ist aber so. Bei manchen ARs fällt er von alleine raus. Habt ihr hier noch eure Mini-Bullet, dann müsst ihr natürlich diese zwei Pins rausdrücken, damit ihr den alten Abzug entnehmen könnt. Die drückt ihr am besten einfach raus. Und jetzt seht ihr auch gleich schon, dass euer Originalabzug sich in Einzelteile zerlegt. Das sieht dann so aus. Das ist also euer Originalabzug und hier ist jetzt leer geräumt. Die Fahne ist jetzt natürlich durch das ganze Öl im Arsch, aber mein Gott, ein bisschen Verlust ist immer. Jetzt bist du das erste Mal dabei, deinen Selbstlader zu zerlegen und denkst dir, ach, ich guck mal so, und dann haust du die zwei Dinger raus und dann hast du das ganze Zeug in der Hand. Glücklicherweise kriegt man das, wenn man will, auch wieder zusammen. Aber wir haben ja jetzt einen Drop-In-Trigger. Den setzen wir da einfach wieder rein. Wenn der alte Abzug rausgeräumt ist, müsst ihr natürlich noch die Sicherung rausnehmen, weil, wenn ihr die Sicherung drin lasst, dann denkt ihr euch, passt ja gar nicht. Also, deswegen muss die Sicherung raus. Und deswegen haben wir vorhin die kleine Feder mit dem kleinen Apparillo entfernt. Weil die halten sonst hier drin fest. Drop-In-Trigger nimmst du, droppst du rein, drückst du ran, dass deine Löcher passen und hast eingedroppt. Die Pins, die mitkommen, haben hier noch Gewinde drin im Gegensatz zu den anderen. Da macht er von links und rechts noch eine Schraube drauf. Und dann müsst ihr hier natürlich jetzt ein bisschen spielen, bis das zu 100% passt, dass ihr euren Pin da auch durchbekommt. Jetzt habt ihr den ersten drin, habt ihr den zweiten, dann etwas leichter. Wenn ihr alle vier dran habt und das etwas fester machen möchtet, dann merkt ihr, dass die Schrauben mitdrehen. Da setzt ihr dann einfach gegenseitig an. Letztendlich halten diese Pins ja den gesamten Abzug. Abzug ist drin. Ihr habt gesehen, ganz einfach durch dieses Drop-In-System.
Ihr müsst also auch nicht wie bei anderen Abzügen den Federsatz irgendwie integrieren oder so. Ihr habt einen kompletten Rausräumen, erschrecken, wenn man es noch nicht gesehen hat. Oh, nur ein Teil wieder einsetzen Effekt. Jetzt müsst ihr nur noch die Sicherung wieder einsetzen. Euren Splint hier reinpacken. Und wenn ihr jetzt hier schon mal vorarbeitet mit der Feder, dann merkt ihr auch, die Sicherung fällt nicht mehr von alleine raus, weil der Splint hier schon blockiert. Dann müssen wir nur den Griff wieder draufsetzen. Hier müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr die Feder nicht vergesst. Und die Feder hier natürlich passend ansetzt. Und gucken, dass das hier alles ordentlich beisammen ist. Sicherung geht wieder. Deswegen müsst ihr auf die zwei kleinen Teilchen achten. Dann schraubt ihr euer Schräubchen da wieder rein. Denkt auch hier dran, nach fest kommt ab. Also mit Gefühl. Wenn ihr kein Gefühl habt, dann fragt jemand, der Gefühl hat. So, das war's. Kann also jeder tatsächlich austauschen. Sicherung geht. Ein bisschen Farbe ist auch weg. Da kommen eh Kratzer dran. Werkzeug langt euch. Handelsübliches Werkzeug. Ihr braucht also dafür nichts Spezielles oder irgendwas. Wenn ihr da irgendwie rumexperimentieren wollt, geht mit Sicherheit auch schneller. Aber vielleicht hilft es ja jetzt auch dem einen oder anderen, dass man das in so einer gemütlichen Runde einfach mal getauscht hat.